Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Wir machen jetzt einen Zeitsprung und einen Ortswechsel vom Haushockviertel ins Mühlviertel und vom 17. Jahrhundert ins 19. Jahrhundert, also 200 Jahre Unterschied. Es geht um Bauernrebellion unter Anführungszeichen. Die drei Herren, diese drei Bauern, die ich euch vorstellen werde, sind nicht in so blutige Händel verwickelt gewesen, wie meine Vorgängerin geschildert hat. Kurz vorher ein kurzer Einstieg. In der Früh sagte Kalkgruber zu Willinger: Du Hansl, ich will heute eine Mess hören. Ich gehe nach Steyrek in die Kirche. In Gottes Namen, antwortete Lasch, gib aber Acht, dass dir nichts geschieht. Der von den Behörden so emsig Gesuchte machte sich auf den Weg. Er trug seine gewöhnliche Kleidung und war so ruhig und gleichmütig, als krähte im ganzen Mühlviertel kein Hahn nach dem Kalkgruber. Bei einem Charakter wie Kalkgruber liegt es außer Zweifel, dass er auch mit diesen demonstrativen Kirchgängen seine berechneten Zwecke verfolgte. Sie lieferten den Bauern hinterher Stoff zum Gerede. Die Verständigeren mussten seine Furchtlosigkeit und seinen Mut anerkennen. Die Abergläubigen wurden in dem Wahne bestärkt, er verstehe die geheime Kunst, sich den Verfolgern gegenüber unsichtbar zu machen. Alles in allem vermehrte er damit den Respekt der Bauernschaft vor seiner Person und ärgerte die Obrigkeiten, wenn sie hintendrein von seiner Anwesenheit Kenntnis erhielten. Nachdem der Kalkgruber den Hof verlassen hatte, begann der Willinger unruhig zu werden. Er litt es nicht zu Hause. Besorgnisse, Ahnungen erfüllten seine Seele. Er konnte des Gedanken nicht loswerden, dass dem Freund irgendetwas passieren werde. Lasch machte sich also ebenfalls auf den Weg nach Steyrek zur Kirche. Diese dem heiligen Stephan geweihte Kirche steht beinahe eine Viertelstunde vom Ort entfernt. Zwischen beiden liegt das neue herrschaftliche Schloss samt dem Park und den Wirtschaftsgebäuden, damals dem Oberst-Erblandhofmeister Johann Graf von Weißenholf zu eigen. Der Willinger hatte die Kirche noch nicht erreicht, als er von der Seite zwei Bauern daherkommen sah. Was ihm schon aus der Ferne auffiel, war die Muße, welche sich die beiden Kirchgänger gönnten. Sie kamen behäbig und langsam daher. Der Willinger täuschte nun einen Sturz auf dem eisglatten Weg vor, damit die beiden verdächtigen Kirchgänger näher kommen konnten. »Hat sich der Vetter wehgetan?«, fragte ihn der eine beim Vorbeigehen. »Ein Wengerl«, versetzte der Willinger, »es wird nicht viel heißen. Man muss halt Acht geben.« »Ja, freilich soll man's, denn der Mensch ist immer in Gefahr. Wenn der Weg noch so eben ist, kann man stolpern und den Fuß brechen.« »Weil man nicht weiß, was unterm Schnee steckt. Von woher kommen Sie des Weges?« »Ja, wir sind von Trenta der Donau, von St. Peter. Und Ihr?« »Ne, und ich bin vom Willinger Gut.« Während dieses Gesprächs langte man vor der Kirche an. Willinger hatte die kurze Strecke benutzt, um die vermeintlichen Bauern unbemerkt von Kopf bis Fuß zu mustern. Ihm fielen die Füße der beiden auf. Er dachte, diese zwei sind oben Bauern und unten Stadtleute. So kleine Füße hat kein Bauer, und wenn er solche hat, steckt er sie nicht in solche feinen Stiefeln. Ich weiß genug, es gilt dem Kalkgruber. Jetzt heißt es sich umschauen, sonst schnappen sie ihn noch. Ohne sich um die Fremden weiter zu kümmern, trat er in die Kirche. Ein Blick und er fand den Freund unter den Anwesenden heraus. Dieser kniete seitwärts und betete andächtig. Lasch näherte sich ihm, kniete hart neben ihm nieder und begann ebenfalls zu beten. Und zwar gerade so laut, dass nur sein Nachbar, also der Kalkgruber, ihn hören konnte. Ein goldenes Kleinod Davids, betete der Willinger, dass er nicht umkäme, dass Saul hinsandte und ließ sein Haus bewahren, dass er ihn tötete. Kalkgrubers Augenzwinkern gaben zu erkennen, dass er den Sinn verstanden hat, und er beantwortete den ersten Vers des 59. Psalms, indem er den zweiten betete. Er rette mich, mein Gott, von meinen Feinden und schütze mich vor denen, die sich wider mich aufmachen. Den dritten Vers überspringend fuhr er fort, den vierten zu beten,
Denn siehe, Herr, sie lauern auf meine Seele. Die Starken sammeln sich wider mich ohne meine Schuld und Missetat. Was kann ich tun, sie irre zu führen? Fragte Lasch. Da antwortete der Kalkgruber: Es wird kommen ein Tag, und alle Sehenden werden blind sein, und die Redenden stumm, und jene, die dagegen gingen, werden krumm gehen. Jetzt nickte der Willinger mit dem Kopf, er wusste genug. Die fromme Gemeinde erhob sich von den Knien. Willinger verließ den Kalkgruber, gesellte sich zu den nächsten Bauern und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Dasselbe geschah bei einem zweiten und bei einem dritten. Gleichzeitig taten jene, die soeben informiert worden waren, bei anderen Gesinnungsgenossen das Nämliche. Und so lief die Weisung von Mund zu Mund und von Ohr zu Ohr. Inzwischen harrten die Bauern mit den kleinen Füßen und den feinen Stiefeln an der Kirchentüre auf das Ende des Gottesdienstes. Als dieses erfolgte, stellten sie sich unweit vom Eingange auf und ließen alle, die herauskamen, an sich vorbeipassieren. Dabei spähten sie aber nicht nach Gesichtern, sondern nach den Beinen, denn sie suchten einen, den sie nicht kannten, von dem sie aber wussten, dass er am rechten Fuß hinkte. Und siehe da, am selbigen Sonntag geschah in Steyrek ein Wunder. Sämtliche Bäuerinnen kamen mit gesunden Beinen aus der Kirche, wogegen sämtliche Bauern am rechten Fuß hinkten, gerade wie der Kalkgruber, und dazu schnitten sie Gesichter, wie Katzen, wenn's donnert. Und die Bauern im Mühlviertel vergrößerten später das Wunder, indem sie behaupteten, am selbigen Sonntag, wo alle Bauern aus der Kirche zu Steyrek krumm herausgegangen, sei Kalkgruber der Einzige gewesen, der gerade einhergeschritten ist. Ein schönes Geschichterl, aber leider nicht Geschichte. Das heißt, um diesen Kalkgruber und um diese Bauernrebellen hat sich im Laufe der Zeit ein ganzer Kranz von Mythen gebildet, der auch in diesem Buch wiedergegeben wurde. Kalkgruber wurde so bekannt im Müllviertel, weil er praktisch einen Biografen gehabt hat. Und zwar war das ein Wiener Journalist, Breyer hat er geheißen, der hat in den 1850er Jahren die Kalkgruber-Geschichten niedergeschrieben. Also ungefähr 10 Jahre oder 8 Jahre nach dem Tode Kalkgrubers. Er hat Zeitzeugen befragt und hat natürlich diese Mythen, die um diesen Kalkgruber und diesen sogenannten Bauernadvokaten entstanden sind, niedergeschrieben. Und diese Mythen wurden immer weiter transportiert. So wie ich Ihnen jetzt diese Geschichte vorgelesen habe, weiß keiner, ist das so gewesen oder nicht. Wir müssen uns nur an die Zeit anschauen. Diese Bauern waren keine Rebellen wie diese Bauern in den Bauernkriegen, sondern eher ein bisschen aufmümpfige Typen, muss man sagen, die vielleicht die Bauernschleue verwendet haben. Schauen wir uns einmal die Zeit an, in denen sie gelebt haben und in denen sie irgendetwas bewirken wollten. Es war die Biedermeierzeit im Mühlviertel. Ja, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dieser Sprung, haben wir gesagt, das 200 Jahre nach den Bauernkriegen, wo dann ziemliche Ruhe im Lande war, gab es im Mühlviertel 3 Bauernpersönlichkeiten, denen man in der Volksüberlieferung einen gewissen Hang zur Aufmümpfigkeit, ja zur Rebellion nachsagte. Der eine, Michael Huemer, wird sogar Bauernadvokat genannt, obwohl er nie studiert hatte und sein ganzes Leben lang sein bäuerliches Milieu aber trotz abenteuerlicher Lebensumstände nie wirklich verlassen hat. Die anderen beiden, Andreas Resch und Simon Hollensteiner, lebten und wirkten auch auf einem ganz ähnlichen Level. Allen gemeinsam waren eher schlechten Bedingungen, in der sie lebten, nämlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der sogenannten Biedermeierzeit, die gerade in Österreich oder gerade für Österreich eine besondere Ausprägung hervorbrachte. Georg Weber, möchte ich jetzt zitieren, ein Geschichtsautor aus dem 19. Jahrhundert, beschreibt in seinem Allgemeinen Weltgeschichte diese Situation in Österreich folgendermaßen. Dort ein Werden und Vergehen, im beständigen Fluss der Begebenheiten und dabei eine gehobene Seelenstimmung. Hier Stillstand und äußere Ruhe, hier und da durchbrochen durch konspiratorische Umtriebe und revolutionäre Eruptionen, die aber im Entstehen den Keim der Hinfälligkeit und Vereitelung in sich trugen. Und dabei ein gebrochener Lebensmut, ein gedrückter Sinn, ein Gefühl der Krankheit. Dort eine Politik der offenen Tat, voll großartiger Kämpfe und Kraftanstrengungen. Hier
ein Kabinettsregiment mit kleinlichen Mitteln, arglistiger Überwachung, heimlichen Druckkünsten, Falschheit und Argwohn. Er vergleicht hier praktisch die Situation in Frankreich nach der Revolution und die Situation in Österreich praktisch nach 1815. Gehen wir 100 Jahre später und schauen wir uns, wie da die Situation von Historikern angesehen wird. Erich Zöllner schreibt in seinem Buch Das Werden Österreichs über diese Zeit: Die österreichische Außenpolitik war nach 1815 unter der Führung Metternichs durchaus auf ein Zusammenwirken der befreundeten Mächte gegen revolutionäre Mächte in allen Teilen Europas gerichtet. Nicht nur der Staatsmann, auch weite Kreise der Bevölkerung sahen in der Revolution die Urheberin furchtbarer Kriege. Das heißt, wir haben jetzt wieder den Stillstand, diese Starrheit, die Weber beschrieben hat und verglichen hat mit Frankreich, wo eine ganz andere politische Situation war. Fragen wir uns, wie war die Stellung der Bauernschaft in dieser Zeit? Sie erfreuten sich durchaus des Schutzes der Herrscher. Es war ein Fortschritt, dass unter Franz I. zum Beispiel die Besitzgrößen und eigentlich auch die Bodenerträge, also die Gewinne aus dem Boden, festgestellt wurden und danach praktisch die Grundsteuer erhoben wurde. Es wurde der sogenannte franziszeische Kataster angelegt. Und die so ungern geleisteten bäuerlichen Dienste sollten abgeändert oder zumindest geregelt werden. Die Ablöse der Robot wurde gefordert, logischerweise. Aber bürokratische Bedenken und natürlich der enorme Widerstand der mit obrigkeitlichen Rechten ausgestatteten Grundherren verschleppten die Reformen bis ins Revolutionsjahr 48. Trotzdem, und das ist immer wieder auffallend, wurden gerade in der Landwirtschaft fortschrittliche Neuerungen verwirklicht. Man hat versucht, die Landwirtschaft auf einen besseren Stand zu heben. Die zweckmäßige Führung, jetzt wieder Zöllner zitiert, die zweckmäßige Führung der bäuerlichen Güter hob die Einkünfte. Man bemühte sich um die Züchtung hochwertiger Rinder, experimentierte mit neuen Düngersorten, züchtete ertragreichere Getreidesorten und Futterpflanzen und der Kartoffelanbau wurde intensiviert. Gerade während der Franzosenkriege wurden die Erdäpfel zum Volksnahrungsmittel. Die Zuckerrübe ersetzte durch Boykottmaßnahmen allmählich den Rohrzucker aus Übersee. Zucker war gerade in der Barockzeit und später ein Modelebensmittel. Und der Staat mischte sich in die Landwirtschaft durch zahlreiche gesetzliche Regelungen bezüglich Fruchtauswahl, Aufzucht und Pflege und so weiter massiv ein. Tatsächlich standen die Erdäpfel und die Zuckerrüben im Mittelpunkt vieler Regulierungen. Aber auch die Bienenzucht und die Züchtung widerstandsfähiger Getreidesorten zum Beispiel wurde erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Trotz dieser positiven Entwicklungen in der Landwirtschaft gab es aber auch verheerende Missernten. Und zwar bekannt sind diese Missernten oder diese Hungersnöte in den Jahren 1816 bis 1818, in denen manche Gegenden wirklich ernsthaft bedroht waren, die Bevölkerung dieser Gegenden bedroht waren und wirklich extreme Hungersnöte gegeben hat. In diese Zeiten hinein werden unsere drei Protagonisten, unsere drei Bauernrebellen geboren. Ich möchte die kurz biografisch erwähnen. Kalkgruber kennt, die Biografie von Kalkgruber wurde sehr genau von Georg Kröll beschrieben. Es gibt auch neuere Publikationen, unter anderem auch im Dreierband Spur der Besiegten vom Hase ist da ein ganzes Kapitel drinnen. Ja, Kalkgruber, einer der bekanntesten Aufrührer, wie er von den Distriktskommissaren genannt wurde, war Johann Michael Huemer, welcher am 17. August 1777 auf dem Kalkgruber Anwesen in Elmberg in unmittelbarer Nähe von St. Magdalena bei Linz geboren wurde. Nachdem er am 21. Juni 1805 im Alter von 28 Jahren von seiner verwitweten Mutter das fast 49 Joch große Bauernanwesen übernommen hatte, er konnte auch bei den Bauern mitreden. Er wurde sozusagen Bauern geadelt. Er wurde in den Kreis der Bauern aufgenommen. Und das hat er gleich leidlich ausgenützt. Der junge Kalkgruber war ein Gerechtigkeitsfanatiker, wird er beschrieben, aber trotz mancher revolutionärer Anwandlungen und freisinniger Wünsche, so schreibt auch die Beschreibung, war er eigentlich
ein sehr konservativer Mensch und ein Mensch, der das Kaiserhaus fast abgöttisch verehrte. Wegen seiner Beredsamkeit erfreute er sich bei seinen bäuerlichen Standeskollegen großen Ansehens. Dies führte dazu, dass er bereits in relativ jungen Jahren, also ungefähr mit 31 Jahren, zum Gemeinderichter der ehemaligen Mühlviertler Katastralgemeinde Kauzgraben gewählt wurde. Als solcher nahm er sich besonders der Bauern an, war deren Berater in den verschiedenen Angelegenheiten und half ihnen eigentlich, wo er konnte. Als er sich aber dann auch herbeiließ, für Nachbarn schriftliche Beschwerden zu verfassen und diese an die Behörden weiterzuleiten, machte er sich nicht nur beim Distriktskommissariat Wildberg unbeliebt, er galt auch bei den übergeordneten Behörden als Aufrührer und als Redelsführer unzufriedener Querulanten. Also er überging mit seinen Beschwerden praktisch die unmittelbare nächste Behördenebene, die Herrschaften, die, wo er untertan war, sondern beschwerte sich sozusagen bei den nächsten Ebenen und oder gleich beim Kaiser. Das Selbstbewusstsein Karl Grubers stieg verständlicherweise ganz gewaltig, als ihn Kaiser Franz I., der sich gegenüber den bäuerlichen Untertanen häufig sehr volkstümlich zeigte und sogar in der Mundart mit ihnen redete, in den Jahren 1817 und 1818 mehrmals eine Audienz gewährte. Karl Gruber und seine engsten Vertrauten deuteten diese Audienzen als Zustimmung des Kaisers, dass den Behörden mehr auf den Finger geschaut werden sollte. Das heißt, er glaubte, das, was er vorgebracht hat, würde sozusagen von vornherein die Zustimmung des Kaisers haben. Die Folge davon war, dass sich immer mehr unzufriedene Bauern um Karl Gruber scharten und, wie das Distriktskommissariat Wildberg berichtet, viele Leute aus nah und fern halbe Nächte nur bei Gesetzesbüchern zubrachten. Am 21. Februar 1820 erging daher an alle Distriktskommissariate des Mühlviertels der Auftrag, ein genaues Verzeichnis der Untertanenaufwiegler mit Tauf- und Zunamen sowie genauer Personenbeschreibung anzulegen. Die Aufstellung erhielt im Endeffekt dann 64 Namen. Karl Gruber, der von der höchsten Landesbehörde als berüchtigter Bauernadvokat bezeichnet wurde, musste sich aufgrund eines am 21. Oktober 1820 ergangenen Hofdekretes wegen Winkelschreiberei und dabei gemachter dreister und lügenhafter Angaben verantworten. Er wurde schuldig bekannt und vom Stadtgericht Linz zu einer Arreststrafe von 2 Monaten verurteilt. Das war die erste Strafe, die er ausgefasst hat. Das Mühlkreisamt setzte die Strafe insofern herab, als Karl Gruber mit Rücksicht auf die Untersuchungshaft nur noch 6 Wochen hätte absitzen müssen. Über Ansuchen der Grundherrschaft und seiner Gattin wurde Karl Gruber aber vorzeitig zur Bewirtschaftung seiner Landwirtschaft entlassen, aber mit der Auflage, sich Jahr nachher, wenn er fertig war mit der Arbeit, wieder zu melden und den Rest abzusitzen. Ja, es ging dann noch um 16 Tage, die ihm fehlten sozusagen. Der aber dachte nicht daran, die Reststrafe abzusitzen. In einer späteren Hofbeschwerde begründete er sein Nichtkommen damit, dass er 1820 ohnehin schon 102 Tage in Linzer Kerkern zugebracht hat und 76 Tage in Untersuchungshaft war und so weiter. Also er hat genug Argumente gehabt, wieso er da nicht mehr aufgetaucht ist. Das hat ihm aber dann niemand glauben wollen. Als alle Aufforderungen seiner Herrschaft, sich zum Verbüßen der Reststrafe zu stellen, erfolglos blieben, erließ das Mühlkreisamt am 11. August 1823 an alle Distriktskommissariate folgende Kurrende, die praktisch einem Steckbrief gleicht. Michael Huemer vom Karl-Gruber-Gutte zu Ellenberg, Pfarrer St. Magdalena, Distriktskommissariat Wildberg und Andreas Resch, den werden wir nachher noch kennenlernen, am Webergut in Saumstraß, Pfarre Zwettl, Distriktskommissariat Wildberg suchen sich durch längere Abwesenheit vom Hause, selbst mit Vernachlässigung ihres eigenen Besitzstandes, der nach Maßgabe der Strafgesetze gegen sie ausgesprochenen Strafe zu entziehen. Da alle bisherigen Mittel, sie zu bewegen, zurückzukehren und sich der zugerkannten Strafe zu unterziehen, nicht fruchteten, so findet das Kreisamt es für notwendig, die nachfolgenden Personsbeschreibungen dieser beiden Untertanen sämtlichen Distriktskommissariaten mit dem Auftrag zu erteilen, den Beschriebenen auf das Sorgfältigste nachzuforschen,
und im Falle der Ergreifung des Michael Hoemer an den hiesigen Magistrat, den Andreas Resch, an das Distriktskommissariat Wachsenberg unter sicherer Bedeckung abzuliefern, dem Kreisamt aber sogleich Anzeige zu erstatten. Also jetzt war es soweit, jetzt haben sie es gesucht, stickbrieflich. In der Kurrende wurden außerdem allen Untertanen aufgefordert, den beiden keinen Unterschlupf zu gewähren und sie überdies anzuzeigen, wenn sie sich irgendwo sehen lassen sollten. In einer mitverlautbaren Personsbeschreibung wurde Karl Gruber unter anderem wie folgt beschrieben: schlanke Statur, schmales, starkes, gebräuntes Gesicht, spitze Nase, braune Haare, durch den rechts stupierten Fuß, den er auswärts biegt, auffallend erkennbar. Da haben wir jetzt wieder die Geschichte, die irgendwie mit Steyrek zusammenhängt. Ja, in einem Begleitschreiben wurde dem Distriktskommissariaten empfohlen, einige geeignete Menschen zu suchen, welche nicht nur bei der Fahndung ausgeschriebenen Aufrührer, sondern auch die Personen melden sollten, welche Karl Gruber und Resch Unterkunft gewährten. Also dieser Spitzeldienst sollte im Falle eines Erfolges auch entsprechend honoriert werden. All dies bedeutete nun, dass die Behörden ein massives Vorgehen gegen diese beiden Aufwiegel oder zumindest gegen Karl Gruber geplant hatten oder ins Auge gefasst hatten. Offensichtlich dachte man schon damals an eine Abstiftung Karl Grubers von Haus und Hof. Nach den damaligen bestehenden Gesetzen war die Grundherrschaft zu diesem Schritt berechtigt, wenn der Besitzer ein Aufwiegler war, wenn er beträchtliche Schulden hatte oder wenn er seinen Grund grob vernachlässigt. Zwei Punkte von diesen drei stimmten überein. Schulden hatte er keine, aber er war Aufwiegler und er bewirtschaftete seinen Grund nicht mehr. Der Karl Gruber hat seit 1821, also 2 Jahre, seinen Grund und Hof nicht mehr bewirtschaftet. Erschwerend war weiter, dass seit 1822 auch die Gattin und die Tochter Karl Grubers das Bauernhaus verlassen hatten. Der Hof verödete tatsächlich in dieser Zeit. Wieso so ein massives Desinteresse dann bestand an diesem Hof und nur mehr an dieser sogenannten Aufwiegelei, ist nicht bekannt, aber da dürfte schon ein bisschen die Sturheit durchgedrungen sein. Ja, der nächste Schritt von der Behörde. Karl Gruber wurde daher am 16. März 1824 wegen seines vergebundenen Lebens und freiwilligen Verlassens seines Grundes nach vorausgegangener Drohung von Haus und Hof abgestiftet. Das Haus wurde allerdings erst ein Jahr später versteigert. Bald nach der Abstiftung Karl Grubers wurden die Nachforschungen, die zu seiner Verhaftung führen sollten, intensiviert. Nicht zuletzt, weil sich im Mühlviertel der Einfluss Karl Grubers in einer gereizten Stimmung, wieder unter Anführungszeichen, der Bauern bemerkbar machte. Das heißt, er hat immer Kontakt zu seinen Anhängern gehabt, obwohl er praktisch untergetaucht gewesen ist. Es wurden Hausdurchsuchungen vorgenommen, weil bekannt worden ist, dass Karl Gruber in vielen Bauernhäusern gut getarnte Unterschlupfmöglichkeiten hatte. Dass er sich tatsächlich 28 Jahre dann lang von den Behörden verstecken konnte, war zweifellos darauf zurückzuführen, dass ihm die Bauern in allen Landesteilen, also auch im südlichen Oberösterreich und sogar in Niederösterreich, jederzeit Unterschlupf gewährten. Über Auftrag des Mühlkreisamtes im Jahre 1834 zum Beispiel wurde wieder ein Verzeichnis angelegt mit allen Unterstandsgebern und Anhängern. Hier tauchen dann 104 Namen schon auf. Die meisten Vertrauten hatte er verständlicherweise in den Gemeinden Steyrek, Gallenkirchen, Neumarkt im Mühlkreis, Guttau, Tragwein und so weiter, also in jenen Gemeinden, in denen sich die Bauern von ihren Grundherrschaften ungerecht behandelt fühlten. In den Augen der Bauern war Karl Gruber ein Märtyrer, der sogar seinen Besitz geopfert hatte, um den Bauern zu ihrem Recht zu verhelfen. Karl Gruber, der nun wirklich nichts mehr zu verlieren hatte, bereitete seinem Schwur gemäß den Herrschaften und den Behörden mit seinen Hofbeschwerden mehr Sorgen und Arbeit als allen übrigen Untertanen zu bereiten, wurde Wahrheit. Die Behörden waren ratlos. Weder die ausgesetzten Ergreiferprämien noch die fallweise durchgeführten Polizei- und Militärstreifen brachten einen Erfolg. Die beschwerliche Flucht von einem Ort zum anderen, aber auch die körperliche Konstitution des nicht sehr robusten Mannes zehrten an seinen Kräften. Auch seine geistigen Kräfte ließen mehr und mehr nach.
So erfasste Karl Gruber die Bedeutung der Märztage des Jahres 1848 nicht mehr. In einer Hofbeschwerde, einer der letzten, vom 15. Mai 1848, wetterte er zum Beispiel heftig gegen die aufgezwungene Pressefreiheit, aber auch gegen die erfolgte Umwandlung der absoluten in eine konstitutionelle Monarchie. Er hat das nicht mehr ganz mitgekriegt. Karl Gruber erlebte zwar noch die Bauernbefreiung, hatte aber die Bedeutung dieses Gesetzes nicht mehr richtig erfasst. Außerdem hatte er das Vertrauen zu den Behörden und den Beamten völlig verloren. Er blieb in seinem Versteck. Erst im Mai 1849 kam er krankheitshalber zu seiner Tochter Elisabeth nach Alberndorf, wo diese Bäuerin auf dem Kellerergut in Steinbad in Oberweitersdorf verheiratet war, also seine Tochter. Dort starb er am 10. Mai 1849 an Entkräftung im Alter von 71 Jahren, 8 Monaten und 26 Tagen. Seine Frau Katharina, die als Auszüglerin am Kellerergut lebte, starb am 11. Februar 1856 im 78. Lebensjahr und wurde zwei Tage später an der Seite ihres Mannes bestattet. Hier haben wir Todesort Alberndorf, was zum ziemlich stimmen könnte. Es gibt aber auch weitere Orte, die sich rühmen, dass dort der Karl Gruber gestorben ist, unter anderem auch der sogenannte Weißenböckhof in der Nähe von Freistadt, wo jetzt die Landwirtschaftsschule in Freistadt ist. Dort wird auch genau beschrieben, dass wie er dort gestorben ist. Zum Beispiel auch so eine Geschichte, nicht Geschichte, dass seine Tochter den Kreishauptmann Kreil, glaube ich, war das, vom Mülkersamt eine Nachricht geschickt hat. Sie könnten jetzt den Karl Gruber haben. Er liegt auf dem Laden, also am Totenbrett, im Weißenböckhof. Alberndorf dürfte ziemlich genau stimmen, schreibt auch Gröll. Alberndorf hat auch 1977 dann zum 200. Geburtstag einen Gedenkstein aufgestellt. In der Gabelung zwischen Straße nach Reichenau und Hirschbach kann man diese sehen. Wie gesagt, das sind einige der wenigen Überreste oder Andenken an diesen Karl Gruber. Wir werden noch ganz kurz jetzt zwei andere Persönlichkeiten anschauen. Andreas Resch und Simon Hollensteiner, die Ähnliches vorgehabt haben, aber genauso erfolglos waren wie Karl Gruber. Ein ähnlicher Gerechtigkeitsfanatiker wie Michael Holmer war auch der erwähnte Andreas Resch, ein Freund von Karl Gruber, der 1816 das Weberngut in Innerschlag, später Saumstraße in der Nähe von Zwettl an der Rodel, gekauft hat. Vorher war Resch 15 Jahre lang Jäger der schwarzenbergischen Herrschaft Winterberg gewesen. Also auch war praktisch ein Kollege vom Rosenauer, der ein bisschen später den Schwarzenberg-Schwemmkanal gebaut hat. Er hat aber dort gekündigt, was man sehr schade gefunden hat. Er war nämlich ein kluger Kopf und hatte eine gute Feder, wie man schreibt, und kannte sich in den Gesetzen gut aus. Er hatte nur einen Fehler, der ihm leider auch zum Verhängnis wurde. Er war ein Gerechtigkeitsfanatiker, der eine Art Michael Kohlhaas, der sich nichts gefallen ließ und immer wieder zu unkontrollierten Gegenschlägen ausholte. Bereits ein Jahr nach Ankauf des Webergutes hatte er sich beim zuständigen Distriktskommissariat Wachsenberg durch seine Tätigkeit als Gemeinderichter unbeliebt gemacht. Man versuchte, ihm einen Strick zu drehen, indem man ihm versuchten Wilddiebstahl anhängen wollte, konnte man aber nicht das Geringste nachweisen. Resch revanchierte sich und beschuldigte in einer Beschwerde an das Kreisamt, das Distriktskommissariat der betrügerischen Rechnungsführung in den Jahren 16 und 18/17. Auch nichts Neues. Da die Anschuldigungen den Untersuchungen nicht zu Recht standhielten, wurde Resch wegen Ehrenbeleidigung der Beamten, wegen Missbrauchs der Amtgewalt und wegen boshafter Beschuldigung der Pflegämter zu einem Monat Arrest verurteilt. Also da hat es genauso angefangen wie beim Karl Gruber. Als man ihm dann noch einer aufrührerischen Gesinnung beschuldigte, wurde er 1820 als Gemeinderichter abgesetzt. Resch verstärkte nun seine massiven Angriffe gegen die Behörden. Als er einmal nach einer Festnahme bei einer Einvernahme keine der Fragen beantwortete, soll er wieder in den Arrest zurückgebracht werden. Da er aber noch nicht in Ketten gelegt war, gelang ihm die Flucht. Wenige Tage später haben sie ihn wieder ergriffen. Also das war ein Wechselspiel zwischen Freiheit und Gefangenschaft.
Ja, Resch wurde nach Linz geliefert. Der Prozess wurde ihm aber erst ein halbes Jahr später gemacht, wobei es immer wieder zu Verzögerungen kam, weil entweder Konfrontationen mit anderen Aufwieglern als notwendig erachtet wurden oder aber Untersuchungsakte aus früheren Zeiten angefordert werden mussten. Auch nichts Neues, gibt es jetzt auch noch. Schließlich wurde Resch zu einer relativ geringfügigen Strafe verurteilt, sie genügte aber, um seinen Hass gegen die Behörden weiter zu schüren. Als er im Dezember 1822 wieder einmal nicht zu einem Verhör erschien und auch später unauffindbar war, bestätigte die Landesregierung am 9. April 1823 vollinhaltlich ein über Resch in Abwesenheit gefälltes Urteil von 3 Monaten Arrest. Dieser war aber nicht gewillt, die Strafe anzutreten. Daher wurden die Distriktskommissariate angewiesen, Resch zu verhaften. Es geschah dies mit dem gleichen Rundlauf vom 11. August 1823, mit dem auch die Verhaftung, da habe ich vorgelesen, des Karls Grubers vorgenommen wurde oder angeordnet wurde. Da Resch viele Bekannte im südböhmischen Raum hatte, darf man wohl annehmen, dass er sich oft in dieser Gegend aufhielt und auch dort untergetaucht ist. Ergriffen wurde er erst im September 1829 im Gebiet des Landgerichts Wegscheid in Bayern, und zwar in Obernzell, wo er sich unter dem Namen Josef Lichtenauer als Straßenarbeiter verdungen hatte. Also 6 Jahre nach seiner Verurteilung. Nach einer Überstellung nach Linz wurde er wegen Störung der inneren Ruhe des Staates und mehrerer Diebstähle zu 8 Jahren schweren Kerkers verurteilt. Die Strafe wurde dann aber vom Höchstgericht auf 5 Jahre herabgesetzt. Noch mehr als bei Karl Gruber hatte sich das ruhelose Leben an seiner Gesundheit gerecht. Er starb bereits am 20. August 1833 im Alter von 51 Jahren an Lungenschwindsucht. Alle Bemühungen seiner Gattin, ihn noch frei zu bekommen, waren vergebens. Resch musste auch die letzten Tage seines Lebens in Kerkerhaft verbringen. Ja, ein ähnliches Schicksal, 2 Bekannte, 2 Freunde waren das. Der dritte steht ein bisschen außerhalb, aber es ist vielleicht auch eine ganz interessante Biografie, die noch nicht ganz erforscht ist, wo es nur ein paar Anhaltspunkte gibt. Nur ganz kurz jetzt noch zum Schluss, vor einer wären wir fertig. Das, der Bauer Simon Hohlensteiner aus Berlesreuth bei Oöpping, Zeitgenossen schildern ihn als einen energischen, schlauen, aber auch sehr eigensinnigen Menschen. Seiner Zähigkeit war es zu verdanken, dass Oöpping eine selbstständige Pfarre wurde. Unterstützt wurde er dabei von den Bauern Georg Wögerbauer aus der Ortschaft Kimmerling und Jakob Natschläger aus Oöpping. Ihr Ansuchen wurde zunächst einmal mit dem Hinweis abgewiesen, dass das Stift Schlegel keinen Grund zum Bau eines Pfarrhofes und einer Kirche und einer Schule hätten. Außer Abzierrat von Schlegel standen in dem Projekt auch noch der Pfarrer von Rohrbach und der Dechant natürlich logischerweise von Hochkirchen ablehnend gegenüber. Die haben sich um ihren Schäfchen gefürchtet. Hohlensteiner ließ aber nicht locker und suchte dreimal in dieser Angelegenheit den zuständigen Diözesanbischof, Kardinal Ernst von Firmian, in Passau auf. Er erreichte vorerst nur, dass der Kardinal am 29. August 1776 in einem Schreiben an Abzierrat empfahl, zur Vermeidung weiterer Streitigkeiten an Sonn- und Feiertagen einen Priester von Rohrbach nach Oöpping zu entsenden. Hohlenstein und seine beiden Mitstreiter gaben sich damit aber nicht zufrieden. Wie zäh Hohlensteiner war, sein konnte, ja und war, ist wohl daraus zu ersehen, dass er an die 200 Mal zur Landesregierung nach Linz und fast 20 Mal zum Kaiser nach Wien reiste. Bei Kaiser Josef II., der bekanntlich 1785 das kirchenrechtlich zur Diözese Passau gehörende Oberösterreich zu einer eigenen Diözese erhob, hatte Hohlensteiner eine mächtige Fürsprecherin, nämlich die Schwester des Kaisers, Maria Christina, die er sogar einmal in Pressburg aufsuchte. Aber auch seine Gegner blieben nicht müßig. Sie denunzierten ihn als einen üblen Querulanten, als Ruhestörer und als Müßiggänger, der seine Wirtschaft vernachlässigte. Daraufhin wurde Propst Marc Anton Wittula als kaiserlicher Kommissär nach Oöpping geschickt, um sich an Ort und Stelle zu informieren. Die Befragung der Bevölkerung brachte zutage, dass Hohlenstein ein Mann war, welcher seinen Nächsten in jedem Handel und jeder Zeit an die Hand ging, aber auch so ein emsiger Bauer, dass sich seine Felder von den anderen unterschieden. Also er hat nicht seine Besitzungen vernachlässigt, wie die 2 Vorgänger, oder was ich vor den Vorgängern gesprochen habe. Über die letzten Lebensjahre des Pfarr- und Schulgründers Simon Hohlensteiner gibt das Herrschaftsarchiv von Götzendorf sehr ausführlich Auskunft. Obwohl er schlecht höre und noch schlechter sah, blieb er nicht untätig.
In den Jahren 1817 bis 1819 reiste er noch als 80-jähriger Greis nach Wien und übergab die nach seinem Diktat von anderen geschriebenen Hofbeschwerden. Er hat nichts mehr gesehen und kehrt auch nicht mehr recht was. Es war daher nicht verwunderlich, dass er in seiner Aufstellung des Distriktskommissars Helfenberg neben Michael Hohem und Andreas Resch als aufrührerisches Element bezeichnet wurde. In den Akten taucht er immer wieder auch als Simandl von Berlesreuth auf. Als er im Jahre 1819 nach sechswöchigem Arrest im Landgericht Marsbach wieder heimkehrte, war er körperlich so heruntergekommen, dass er nicht nur das Bett hüten musste. Man erachtete es auch als notwendig, dem 82-jährigen Greis die Sterbesakramente zu spenden. Im Jahr darauf, er hat noch durchgehalten, am 20. Juni 1820, überreichte der inzwischen schon etwas kindisch gewordene Greis dem Kaiser abermals persönlich eine Hofbeschwerde. Also er hat den Schwächeanfall 1820 sehr gut überlebt. Er reiste auch noch fleißig umher, wurde ja allerdings außerhalb seiner Wohngemeinde angetroffen, wurde er von den betreffenden Kommissariaten stets festgenommen und per Schub in seine Heimat gebracht. Dies geschah üblicherweise nur mit Bettlern, Dieben oder Arrestanten. In einem Bericht des Kommissariats Berg bei Rohrbach an das Müllkreisamt hieß es, dass Simon Hollensteiner, dem das Herumvagieren verboten war, fortwährend in der Gegend herumschleiche. Sein Tod am 7. Juli 1823 war nicht nur für den 86-jährigen, körperlich und geistig gebrochenen Greis eine Erlösung, sondern auch für die Behörden, die sich fast 50 Jahre lang mit ihm herumschlagen mussten. Gut, drei Mühlviertler, drei ähnliche Schicksale und auch drei ähnliche Ergebnisse, nämlich viel Aufwand und wenig erreicht. Es waren keine Siegertypen eigentlich, daran war aber nicht nur die sogenannte Obrigkeit schuld. Ihr Scheitern war durch ihre Engstirnigkeit und Sturheit vorprogrammiert. Wie sagt schon ein altes Sprichwort, das vielleicht auch der Karl Gruber gekannt hat, zwischen gut gemeint und zwischen gut gemacht ist ein großer Unterschied. Dankeschön.